Wenn dein iPhone bei Bildern nicht mehr richtig fokussiert oder Flecken im Bild sind, ist eventuell die Rückkamera kaputt. Wie du diese austauschen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Für die Reparatur solltest du etwa 30 Minuten einplanen und sie ist etwas schwieriger, da das Display so stark verklebt ist. Das folgende Werkzeug benötigst du: ein Pentalobe-Schraubendreher, ein Phillips-Schraubendreher, ein Tripoint-Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Plektrum, eine Pinzette, ein Stahlspatel und ein Spatscher. Außerdem benötigst du noch einen Heißluftföhn, da das Display so stark verklebt ist. Außerdem empfehle ich dir unsere Magnetmatte, damit du die Schrauben bei der Reparatur ordentlich wegsortieren kannst. Die genannten Werkzeuge findest du in unserem Online-Store. Solltest du an einer Stelle nicht weiterkommen, nutze die bebilderte Anleitung. Wenn du Fragen hast, kannst du die über die Kommentarfunktion stellen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Reparatur. Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Nachdem jetzt die Gehäuseschrauben entfernt sind, möchte ich das Display öffnen. Dabei ist zu beachten, dass das Display am gesamten Rand verklebt ist aufgrund der Staub- und Flüssigkeitsdichtigkeit. Außerdem ist dabei zu beachten, dass hier auf der Seite die Anschlusskabel liegen, also können die beim Öffnen beschädigt werden, deswegen dort an der Stelle aufpassen. Und zusätzlich ist das Display auf der Oberseite eingehakt, das heißt, es wird nicht wie bei den damaligen iPhones auf diese Weise aufgeklappt, sondern in diese Richtung aufgeklappt, muss aber vorher so weggeschoben und dann, also entriegelt und dann aufgeklappt werden. Ich beginne jetzt also mit dem Erwärmen des Gerätes, damit der Klebstoff etwas geschmeidiger wird. Ich benutze jetzt hier eine Heißluftpistole, aber ein gewöhnlicher Haartrockner reicht auch aus, um das Gerät ausreichend zu erwärmen. Nachdem ich das Gerät erwärmt habe, setze ich meinen Saugnapf leicht über dem Home-Button an und ziehe an diesem und gleichzeitig setze ich mein Plektrum am unteren Rand des Displays an, um diesen zwischen Gehäuse und Display zu bekommen. Sobald ich dort drin bin, führe ich das Plektrum um das gesamte Gehäuse herum. Dabei hört man den Klebstoff sich lösen. Wie gesagt, an der Seite, wo ich jetzt bin, vorsichtig mit dem Plektrum nicht zu tief reinstechen, da sonst eventuell die Anschlusskabel beschädigt werden. Ich führe jetzt auch das Plektrum auf der anderen Seite entlang und wenn ich es jetzt soweit habe, versuche ich das Display nach rechts zu drücken. Da helfe ich mir dann nochmal etwas mit dem Plektrum, um auch an der Kante den Klebstoff zu lösen. Das Ganze ist hier nicht so einfach wie bei den vorherigen iPhones, da Apple hier eine noch höhere Dichtigkeit erreichen wollte. So, jetzt kann ich das Display aufklappen, vorsichtig natürlich. Ich möchte ja nichts beschädigen und der Klebstoff hält sich hier noch gut am Display. So, und jetzt kann ich das Display auf der Gehäusekante ablegen und somit die Anschlusskabel nicht beschädigen. Ich habe jetzt hier vergessen, den Saugnapf abzunehmen, deswegen klappe ich das Display nochmal hoch und entferne den Saugnapf und lege es wieder ab. Dabei natürlich auch weiterhin auf die Anschlusskabel achten, dass diese nicht überdehnt werden oder zerrissen werden. Ich möchte jetzt den Akku trennen, zuvor muss ich aber die Abdeckung mit den vier Tripoint-Schrauben entfernen, damit der Akkukontakt freigelegt wird. Den Akku trenne ich als erstes, damit ich bei der Reparatur keine Schäden durch Kurzschlüsse verursache.
Jetzt kann ich das Blech entfernen, das den Akkukontakt und die Anschlüsse für das Display fixiert. Eventuell ist es ein bisschen angeklebt. Den Kontakt trenne ich vorsichtig mit dem Spudger. Ich hake mit dem Spudger unter den Kontakt und hebe diesen an. Als nächstes trenne ich mit dem Spudger vorsichtig die Kontakte für das Display. Ich beginne dabei mit dem Kontakt für Touchscreen und Display und danach trenne ich den Kontakt für den Home-Button und den Fingerprint-Sensor. Als nächstes möchte ich den Kontakt für die Frontkamera und die Hörmuschel trennen. Auch diese ist wieder mit zwei Phillips-Schrauben und einem Blech gesichert. Jetzt entferne ich das Blech. Danach trenne ich vorsichtig mit dem Spudger den Kontakt. An dieser Stelle kann ich dann das komplette Display entfernen. In diesem Schritt entferne ich die Rückkamera. Ich beginne dabei mit den zwei Schrauben und der Abdeckung über der Kamera. Da die Schraube nicht mit dem Schraubenzieher herausgeht, nehme ich sie mit der Pinzette heraus. Als nächstes entferne ich die Abdeckung. Danach trenne ich den Kontakt der Kamera. Da die Kamera etwas in der Führung klemmt, löse ich sie vorsichtig, indem ich mit dem Spudger daran heble und ziehe sie dann mit der Pinzette heraus. Die neue Kamera setze ich zuerst hier in die Kameraführung ein, drücke sie dann etwas fest und danach verbinde ich den Kontakt mit der Platine. Jetzt kann ich die Kamera wieder mit dem Blech und den zwei Phillips-Schrauben fixieren. Dabei muss ich beachten, dass ich die Schrauben nicht vertausche, da sie unterschiedlich lang sind. Ich will jetzt das Display wieder anschließen und da beginne ich mit dem Kontakt für Hörmuschel und Frontkamera. Da dieses gebogene Kabel nicht so einfach ist, setze ich das Display an der oberen Kante an, nehme dann den Kontakt zwischen die Finger und drücke diesen vorsichtig an die Platine und danach kann ich das Display wieder in die Ausgangsposition seitlich vom Gerät hinlegen oder ablegen. Ich will jetzt den Kontakt für die Hörmuschel und Frontkamera wieder fixieren. Dafür benötige ich das Blech. Dieser Schaumstoffblock wird das Ganze ein bisschen erschweren, da er das Blech nach oben drückt. Deswegen werde ich das Blech festhalten, während ich dann die erste Schraube ansetze. So, und auch für die zweite Schraube werde ich das Blech weiterhin festhalten, da es etwas absteht. Als nächstes bringe ich die Kontakte für das Display wieder an. Und dafür beginne ich mit dem Kontakt für den Home-Button und Fingerprint-Sensor. Der muss mit einem kleinen Klickgeräusch einrasten. Und danach nehme ich den Kontakt für Touchscreen und Display. Da jetzt alle Kontakte verbunden sind, kann ich den Akku auch wieder anbringen. Jetzt fehlt nur noch das Blech, um die Kontakte zu fixieren und die vier Tripoint-Schrauben. Ich kann jetzt das Display wieder anbringen, dabei nicht vergessen, dass die beiden Haken auf der Seite angesetzt werden müssen, bevor man das Gerät zuklappen kann. Also erst das Display erstmal rumklappen, dann hier oben einhaken und dann das gesamte Display einsetzen und einhaken lassen. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du an einer Stelle doch nicht weiterkommst, kontaktiere mich über die Kommentarfunktion oder auf idoc.eu. Ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du viele Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir die Videos an oder besuche uns auf Facebook. Wenn du kein neues Video verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.